Servus, liebe Trainerkollegen. Ismail hat jetzt bei uns sozusagen den kognitiven Test gemacht. Da waren ja viele motorische Übungen bei, auch mit Zählen und so weiter. Ne? Novaks Mathematik hast du auch mitbekommen. Ne? Ja. Wir haben ja auch eine Torschussübung gemacht. Fangen wir mal vielleicht mit der Übung an. Was war das Besondere für dich bei dieser Torschussübung? Also da habe ich bemerkt, dass meine Reaktionszeit viel schneller sein muss, ja, und dass ich unter Druck auch viel schneller lenken muss. Mhm. Auch denn auch bei den Dito-Übungen hatte ich Mühe mit dem Zählen, mhm, aber ich sehe viel Potenzial dabei. Ja. Ich bin positiv, ja, darauf angestellt. Ja. Wobei man sagen muss, du bist gut in der Mitte, etwas oberhalb der Mitte gescheitert. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass man mit dir auch wirklich gut, ja, ich sag mal, trainieren kann. Also man baut auf etwas auf, was schon da ist. Das ist immer gut für uns Kognitionstrainer, ne, Peter? Und ihr beiden trainiert fleißig weiter. Ist das richtig, Peter? Ja, wir werden fleißig weiterarbeiten. Es macht riesen Spaß, aber riesen Freude, mit dem Ismail auch zu arbeiten. Und ich denke, da liegt einiges drin. Ja, man muss arbeiten können, ja. Ja, man muss auch sagen, bei Ismail, ne, sehr geduldig, sehr hartnäckig in den Übungen geblieben, sehr fokussiert. Ja, man merkt auch, dass er es auch unbedingt bestmöglich machen wollte, Ismail. Ja, ne? Auf jeden Fall, ja. Und was meinst du denn, wir haben ja immer in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Liechtenstein ist, in Deutschland immer das Problem, dass wir immer zu wenig Zeit haben. Du, wie oft trainierst du? Wir trainieren viermal in der Woche. Viermal in der Woche. Das heißt, Zeit hättest du schon, ne? Ja. Ja? Willst du dann mal gucken, wie weit es dann wirklich für dich geht? Definitiv. Ja, okay. Sagst du mal was für unsere spanischen Freunde, irgendwie einen netten Satz? Para los hablantes españoles, lo que decir que los entrenamientos mentales realmente hacen una gran diferencia en el campo y estoy esperando ver cómo va, cómo me desarrollo en este ámbito. Ja. Und ich habe ja sehr viele Trainerkollegen auch aus Amerika. Peter hat ja auch viele Freunde aus Amerika, aus Lateinamerika auch, ne? Könntest du noch kurz etwas auf Englisch sagen? Sí. Sí. Yes. I'm looking forward to the trainings in the cognition department because I see that they have a lot of potential and that's why I expect a lot of them the same they do for me. So I will train hard and look how far this can bring me. Okay. That sounds good. Ich glaube, so können wir das stehen lassen. Also liebe Grüße aus Liechtenstein. Ne? Also Servus, ciao, ciao. Servus. Ciao.